Offenbar hat Keanu Reeves ein Auge auf eine bestimmte Superheldenrolle geworfen. Ist es Ghost Rider? Silver Surfer? Squirrel Girl? Um das herauszufinden, müsst ihr einfach weiterschauen. Nachdem er in einem kultigen Franchise den Kugeln ausweichen und diese dann in die Schädel seiner Gefolgsleute fliegen lassen konnte, haben die Fans von Keanu Reeves große Hoffnungen, dass er den Sprung ins Superhelden-Genre wagt. Es wäre natürlich nicht sein erstes Mal. Im Jahr 2005 erweckte Reeves den DC-Helden John Constantine in Constantine zum Leben. Es war nicht die erfolgreichste Comic-Verfilmung aller Zeiten, aber Reeves hat seitdem sein Interesse bekundet, die Rolle erneut zu spielen. Dazu wird es zwar nie kommen, aber das hat ihn nicht davon abgehalten, ein begehrter Star für andere Projekte zu werden. Im Jahr 2021 wurde bestätigt, dass Reeves sich mit dem Marvel-Chef Kevin Feige getroffen hat, um einen möglichen Platz für ihn im MCU zu finden. Aber seitdem gab es keine weiteren Entwicklungen. Es scheint jedoch einen anderen Weg zu geben, den Reeves bereit ist zu gehen. Denn es wurde enthüllt, dass er ein Auge auf eine bestimmte DC-Rolle geworfen hat. Tatsächlich handelt es sich um eine Figur, die Reeves selbst vor kurzem in der Aufnahmekabine in Angriff genommen hat. In dem kürzlich erschienenen Animationsfilm DC's League of Super Pets spricht Keanu Reeves eine etwas komödiantischere Version von Batman. Obwohl er in dem Film nicht die Hauptrolle spielt, hat Reeves zugegeben, dass er sich große Hoffnungen macht, den legendären Umhang und die Kutte in der Live-Action zu tragen. It's been a dream, but you know, there's Pattinson's got Batman right now and he's doing awesome. Robert Pattinson hat ihm jedoch nicht den Mut geraubt, denn der Bat-Fan hofft, dass er irgendwann einen Anruf erhält. Maybe down the road, maybe when they need an older Batman. Nun, es gibt ein paar Szenarien, in denen Reeves die Rolle spielen könnte. Im Laufe der DC-Geschichte haben sich schon einige Batman, die nicht Bruce Wayne sind, in Gothams Unterwelt gewagt. What gives you the right? What's the difference between you and me? I'm not wearing hockey pads. So könnte Keanu Reeves im DC-Universum nicht als milliardenschwerer Playboy, sondern als sein Vater Thomas Wayne, der in einer anderen Zeitlinie zu einem weitaus rachsüchtigeren Selbstjustizler wurde, seinen Platz finden. In der Flashpoint-Story fand sich der scharlachrote Speedster in einer anderen Zeitlinie wieder, in der nicht seine Eltern, sondern Bruce Wayne in der Crime Alley getötet wurde. Dies führte dazu, dass sein Vater Thomas als brutaler, mit Pistolen bewaffneter Beschützer von Gotham City einen Umhang und eine Kutte anlegte. Zu allem Überfluss führte diese Tragödie dazu, dass seine Frau Martha an dieser Zeitlinie zum Joker wurde und die Geschichte zweier berühmter Feinde auf den Kopf stellte. Andernfalls gibt es natürlich noch einen anderen Bruce Wayne, den Reeves zum Leben erwecken könnte. Die Inkarnation aus Batman of the Future. Der Schauspieler mag zwar einen Scherz gemacht haben, als er vorschlug, eine ältere Version der Figur zu spielen, aber das ist tatsächlich eine Idee, die Warner Bros. Schon einmal in Betracht gezogen hat. Im Jahr 2000 erwog das Studio eine Adaption der beliebten Zeichentrickserie Batman of the Future. In der Serie gab ein gealterter Bruce Wayne die Kutte an einen neuen Schützling, Terry McGinnis, weiter. Von da an beschützte der neue Batman die von Cyberpunk geprägte Landschaft von Neo Gotham als Kreuzritter ohne Umhang, wobei Wayne ein wachsames Auge über ihn hatte. In den frühen 2000er Jahren wurde Clint Eastwood als erste Wahl für die Rolle des originalen Batman gehandelt. Heutzutage scheint Michael Keaton die offensichtliche Wahl für die Rolle zu sein. Sollte jedoch jemals wieder ein Batman of the Future Projekt in Angriff genommen werden, könnte Reeves Erfahrungen mit Actionfilmen ihn zu einer besseren Wahl machen. Ob Reeves nun einen älteren Bruce Wayne, einen griesgrimmigeren Thomas Wayne oder etwas ganz anderes spielt, es gibt eindeutig viele Möglichkeiten, wie er in naher Zukunft die Rolle des Batman übernehmen könnte. Und hey, immerhin wissen wir ja schon, wie gut er in Schwarz aussieht.